Hallo, ich möchte euch heute die beliebtesten Bluetooth-Headsets von uns vorstellen. Das sind Headsets, die bei uns gerne von Kunden gekauft werden oder die auch sehr gut bewertet werden von unseren Kunden. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Denise Green, das hier ist der YouTube-Kanal von Tenovus Direkt und bei uns gibt es jede Woche Neuheiten im Bereich Telekommunikation, das heißt über Headsets, Telefone, Audio- und Videokonferenzsysteme. Also, wenn du auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Ich gebe dir hier eine Übersicht dieser Headsets und im Anschluss an die Übersicht dieser drei Headsets wirst du natürlich auch noch einen Mikrofontest von uns hören. Das heißt, du wirst die Qualität, die Tonqualität dieser Headsets sehen. Kommen wir zum Poly Voyager 5200, ein Bluetooth-Headset von Poly oder auch Plantronics. Dieses Headset ist total leicht, es ist nur 20 Gramm leicht, einohrige Version. Ich finde das für unterwegs sehr praktisch. Oder wenn ich natürlich irgendwie auf dem Produktionsgelände bin und habe mein Decktelefon eingesteckt, was Bluetooth hat, dann kann ich so ein Headset richtig gut koppeln damit und kann da ungestört mit telefonieren. Das Voyager 5200 hat vier Mikrofone verbaut, hat ein Noise Cancelling und was auch noch total gut ist, es hat diese WindSmart-Technologie. Das heißt, auch wenn mal hier so Windgeräusche auf dieses Headset draufkommen, die werden weggefiltert. Also man hört nicht dieses Rauschen, was man von anderen Headsets kennt. Ich kann dieses Headset innerhalb von 90 Minuten komplett aufladen. Ich habe eine Gesprächszeit von 7 Stunden und eine neuntägige Standby-Zeit. Also es ist wirklich relativ lang mit diesem Headset, wie ich telefonieren kann oder beziehungsweise wie lange es an ist. 30 Meter ist die Reichweite, das ist auch sehr hoch für ein Headset, für ein Bluetooth-Headset. Die normalen Bluetooth-Headsets liegen so bei 10 Metern, also 30 Meter, da kann man wirklich schon auch weit von seinem Smartphone entfernt sein. Dieses Headset verfügt auch über einen Sprachassistenten oder auch Sprachbefehle. Also ich kann zum Beispiel einen Anruf, ich kann ihn annehmen über einen Knopfdruck, ich kann ihn annehmen über einen Sprachbefehl. Und bei diesem Headset, ich habe auch einen integrierten Sensor, das heißt, wenn mein Headset hier so liegt, und ich habe diesen Sensor aktiviert, könnte ich mein Gespräch annehmen, indem ich das Headset aufnehme und aufsetze. Also diese Möglichkeiten bestehen bei dem Voyager 5200. Hier gibt es auch eine optionale Ladeschale zuzukaufen. Das heißt, wenn ich es unterwegs nutzen möchte und auch noch aufladen möchte, dann kann ich das in der Ladeschale tun. Die ja, gibt dann nochmal so 14 Stunden ja, Gesprächszeit, wenn ich es mit der Ladeschale auflade. Wie gesagt, für unterwegs. Oder halt für Industriegelände, wenn ich mich viel draußen bewege, ist dieses Voyager 5200 ganz gut. Und wer es natürlich im Office nutzen möchte, gibt auch eine Office-Version mit Ladeschale. Das zweite Headset ist das Jabra Evolve 265. Das ist ein USB-Bluetooth-Headset. Das ist eher gedacht für den Bereich Büro oder Homeoffice. Dieses Headset gibt es in mehreren Ausführungen. Also ich kann es wie hier in dieser doppelohrigen Ausführung haben. Ich kann es aber auch einohrig bekommen. Ich habe die Anschlussmöglichkeit USB-A oder USB-C. Und ich habe noch die Möglichkeit, es gibt eine Teams-Version und es gibt natürlich eine UC-Version für andere Collaboration-Plattformen. Also wirklich ausgedachte Technologie auch bei diesem Headset. Ich habe hier eine 37-stündige Akkulaufzeit. Ich habe hier drei Mikrofone verbaut, die sehr gut die Sprache aufnehmen. Das heißt auch, dass diese Umgebungsgeräusche, die ich jetzt in dem Raum habe, wenn ich zum Beispiel in einem Großraumbüro sitze, die werden eigentlich weggefiltert. Das heißt, dieses ganze Gemurmel im Hintergrund. Dieses Headset hat wirklich sehr gute Mikrofone. Ich habe hier auch noch eine Schnellladefunktion. Das heißt, innerhalb von 15 Minuten habe ich dieses Headset aufgeladen für eine Gesprächszeit von 8 Stunden. Und innerhalb von 90 Minuten ist es komplett aufgeladen. Hier wird auch ein Busy Light angezeigt. Ich habe hier auch einen Sprachassistenten. Also diese ganzen Funktionalitäten, die ihr von den üblichen Bluetooth-Headsets kennt, von den professionellen, sind hier verbaut. Ich kann zwei Geräte gleichzeitig mit dem Headset betreiben und natürlich kann ich vorher noch bis zu 8 Geräte mit dem Headset pairen und muss mich natürlich dann entscheiden, mit welchen zwei Geräten möchte ich jetzt an diesem Tag arbeiten. Ja, also ein sehr gutes Headset. Was noch dazu zu erwähnen ist, ich habe hier so eine passive Geräuschunterdrückung. Das heißt, wenn ich das Headset als beidseitiges binaurales Headset aufhabe, diese Ohrpolster sind so weich und so bequem, dass die auch diese Bürogeräusche abschirmen, also so eine passive Geräuschunterdrückung haben.
Mitgeliefert wird natürlich auch immer der Dongle, so dass ich das auch an jedem PC anschließen kann. USB-A oder USB-C Version. Ladeschale gibt es optional, also es gibt auch immer eine Ausführung, wo ich diese Ladeschale mitbestellen kann. Man kann das natürlich aber auch ohne Ladeschale kaufen. Drittes Headset in dem Bunde ist das EPOS Adapt 460. Das ist auch ein Bluetooth-Headset, was ich durchaus praktisch finde, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und nicht ständig diese Ohrdöpsel hier drin haben möchte, trotzdem aber eine Anrufsignalisierung haben möchte. Denn dieses Headset mit diesem Nackenbügel verfügt über einen Vibrationsalarm. Ich bekomme über Vibration mitgeteilt, da kommt ein Anruf rein. Das heißt, dann kann ich, wenn ich möchte, ein oder zwei Ohrhörer reinmachen. Ich finde es nämlich unangenehm, wenn ich den ganzen Tag diese Stöpsel im Ohr habe. Sehr praktisch auch in der Produktion, wo es vielleicht mal ein bisschen lauter ist und ich mein Telefon klingeln zum Beispiel nicht hören würde, da kann ich so ein Headset super gut einsetzen. Dieses Headset hat eine Gesprächszeit von 14 Stunden, hat ein Noise-Canceling-Mikrofon, also schirmt auch diese Umgebungsgeräusche, die werden da wieder weggefiltert. Es ist ein ANC-Headset, also Active Noise Cancelling, so dass ich nur das Gespräch höre und nicht die Umgebungsgeräusche, also wirklich auch eine sehr gute Technologie. Ich kann hier zwei Geräte mit dem Headset koppeln. Das Ganze wiegt nur 50 Gramm, super leicht und hat auch diese Technologie, wie zum Beispiel diese Active Guard Technologie verbaut, so dass ich auch vor Geräuschspitzen geschützt bin, wenn ich jetzt mal ein lautes Geräusch über ein Telefonat praktisch mitbekommen würde, dann regelt das Headset automatisch runter. EPOS gibt auch 2 Jahre Garantie auf dieses Headset und ich bekomme natürlich auch, wie bei allen anderen auch, eine Teams-Ausführung und oder eine UC-Version, je nachdem, was ich benutzen möchte. Also Teams ist natürlich dann immer ganz praktisch, wenn ich an Meetings teilnehmen möchte, dann habe ich hier immer so einen Teams-Button, wo ich direkt mit meinem Teams-Account verbunden bin sozusagen. Ja, mitgeliefert wird hier auch so eine schöne Box. Da sind dann auch immer verschiedene Aufsätze von den Ohrstöpseln drin. Der Dongle natürlich, wie gesagt, und es ist auch relativ stabil, so dass ich das super gut mitnehmen kann, ohne dass das Headset dann beschädigt wird. Ja, das sind so diese, sage ich mal, drei beliebtesten Headsets bei uns derzeit. Natürlich gibt es auch noch jede Menge andere Headsets. Ihr könnt uns dazu gerne kontaktieren. Und wie gesagt, jetzt gibt es nochmal den Gehörtest, damit ihr auch wisst, wie die Qualität dieser Headsets ist. Und dann möchte ich noch erwähnen, es ist natürlich bei uns jederzeit möglich, diese Geräte zu testen. Für Firmenkunden und Behörden bieten wir 14 Tage Gratistest an, so dass ihr euch wirklich von dem Produkt überzeugen könnt, bevor ihr es bestellt. Ja, und wer natürlich auch ein Angebot haben möchte, sowas gibt es natürlich bei uns auch. So, das hier ist der Sprachtest vom Poly Voyager 5200. So hört sich das Headset an. So Leute, das hier ist die Tonqualität des Jabra Evolve 265. So hört sich das Ganze an. Das hier ist die Tonqualität des EPOS Adapt 460. So hört sich das Ganze an, das Headset. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich natürlich über jeden Kontakt mit euch, wenn ihr Infos zu den Headsets haben wollt.